Im September bin ich mit meinem Team am GP Isberg ein Rennen gefahren. Und dann sind wir auf den letzten 20 Kilometern eigentlich noch in einem grossen Feld Richtung Ziel gefahren. Und dann mussten wir entscheiden, wer von uns das in Sprint geht. Und dann haben wir uns im Team intern abgesprochen und für mich entschieden. Und dann sind wir auf den letzten Kilometern vorne ein ganzes Feld gefahren. Und das ist eigentlich nur noch an mir gelegen, ins Ziel zu sprinten. Was natürlich für mich ein neues Gefühl war und sehr speziell, weil man 30 Leute um sich herum hat und alle wollen natürlich gewinnen. Und dann konnte ich am Schluss den 19. Rang rausfahren und das war für mich eigentlich mein bestes internationales Rennen. An der Europameisterschaft ist nicht alles gelaufen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Beim Start bin ich gerade recht im Stau geblieben stehen und dann in der ersten Runde auch noch über einen Stein ausgestürzt, weil ich mich zu fest auf das Überholen statt auf mich konzentriert habe. Aber dann habe ich versucht, nach der ersten Runde zu rennen wie zu resetten und von neu anzufahren. Und dann konnte ich schlussendlich gleich noch sehr gut 7. Rang erreichen. Am 16. März, als der Lockdown kam, sind einem natürlich verschiedene Gefühle durch den Kopf gegangen. Auf der einen Seite hat man gewusst, dass es ernst ist und dass die Gesundheit natürlich Vorrang hat und dass man die Anweisungen befolgen muss, die der Bund gibt. Auf der anderen Seite war man natürlich auch enttäuscht, weil eigentlich der ganze Saisonaufbau, den man gemacht hat, ist wie stillgelegt und man hat nicht gewusst, ob man mal noch Rennen fahren kann, das Jahr oder nicht. Im Lockdown waren wir dann natürlich vor allem daheim am Trainieren. Wir hatten aber in der Schweiz das grosse Privileg, dass wir rausgehen trainieren durften. Ich habe von meinen Teamkolleginnen gehört, dass sie viel einfach auf der Rolle bleiben mussten. Von dem her bin ich gleich sehr glücklich, dass wir halt auch familienintern raus können trainieren konnten. Ich habe letzte Saison zum Andy Schleck Cycles Team gewechselt. Und durch Corona habe ich eigentlich die Hälfte des Kaders noch gar nicht kennengelernt. Also wir sind 17 Fahrer und ich kenne vielleicht 6 davon, was natürlich sehr eine sehr spezielle Situation ist. Vor allem, wo wir dann nach dem Lockdown auch wieder können Rennen fahren konnten, habe ich einfach nur die Hälfte gekannt und man hat nicht so gewusst, wer man trifft. Und das war natürlich sehr speziell gewesen. Ich hatte im September einen Velo-Auto-Unfall. Ich war mit Noel im Training und dann hat mich ein Auto abgeschossen und ich bin eigentlich frontal ins Auto rein. Und ich hatte mega viele Schutzengel, dass ich eigentlich dort fast unfallfrei bin davon gekommen. Ich hatte einfach eine Hirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Ich musste natürlich dann Pause machen und darum war eigentlich auch der Rest der Saison wie abgesagt. Also die Schweizer Meisterschaft konnte ich nicht mehr fahren. Ich habe dann Pause gemacht und bin durch die Physio wieder aufgepäppelt worden und jetzt wieder gesund zurück im Training. Mein Trainer habe ich durch einen Vortrag am Teamweekend kennengelernt. Es ist so, dass er mir eigentlich jeden Monat einen neuen Trainingsplan schreibt und jedes Training detailliert planet. Er tut es näher auswerten und gibt mir Feedback und zusammen besprechen wir, wie ich mich noch verbessern kann. Diese Saison war für mich eigentlich recht erfolgreich, bis jetzt die erfolgreichste. Was genau der Grund war, dass es diese Saison so gut gelaufen ist, kann ich nicht genau sagen, aber sicher ist das viele Grundlagentraining, das ich während dem Lockdown machen konnte, ein sehr grosser Teil davon und auch das Mentaltraining. Vor meinen 2 ersten Weltcup-Rennen war ich sehr nervös, da ich nicht genau gewusst habe, wo ich in diesem Feld stehe. Ich habe bei beiden Rennen einen sehr guten Start verwünscht und konnte weit vorne fahren. Und schlussendlich hat es der 15. oder 12. Rang gegeben. Im September sind die Selektionen für die WM und DM bekannt worden. Und als ich nominiert war, habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Und das war in diesem doch schwierigen Jahr noch mal eine extra Motivation, aus dem Training das Optimum rauszuholen. Und als ich dann natürlich auch noch für das Team Relay der WM und EM selektioniert wurde, war alles perfekt. Ich konnte die Saison recht gute Resultate herausfahren. Dennoch war es noch nicht genug erfolgreich, für das jetzt von einem Team angefragt wurde, weil es doch sehr wenige Teams gibt, die U23-Fahrerinnen unterstützen. In der nächsten Saison werde ich auch wieder für das Andy Schleck-Team fahren.
Wir haben letzte Woche die Saisonplanung bekommen mit mega vielen coolen Rennen drin, wie zum Beispiel der Giro oder der Tour de Suisse Frauen, die es nächstes Jahr gibt. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sich die Situation weiterentwickelt und hoffen einfach, dass die Rennen hier stattfinden. Ich wünsche Noel für die nächste Saison, dass sie ihren Erfolgen von der letzten Saison anknüpfen kann, dass sie einen guten Winteraufbau machen kann, gesund bleibt und dass sie so ihre Ziele erreichen kann. Fabienne ist sehr stark im Sprinten. Wenn sie vorher gut positioniert ist, dann müssen die anderen Fahrerinnen wirklich aufpassen vor ihr. Und sie hat einen sehr grossen Willen, und wenn es mal nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt hat. Ich werde nächstes Jahr nochmal für das Thomas Herren Swiss Bike Team das Nachwuchsteam starten. Es ist so, dass sie mich jetzt nächstes Jahr jeden Weltcup werden betreuen. Und somit habe ich natürlich die optimale Vorbereitung für jedes Rennen. Wir danken euch, liebe Sponsoren, für eure finanzielle und auch materielle Unterstützung und die lieben Worte, die wir von euch immer über das WhatsApp bekommen. Wir schätzen das sehr. Wir möchten auch Mami und Papi, dem Grossi und Grossvater für die sehr grosse Unterstützung danken sagen. Das ist nicht alles selbstverständlich. Ohne euch geht es nicht. Merci vielmals.